Drehmoment. Und hierbei ist es so, dass das Drehmoment des vorderen Motors vom hinteren kompensiert wird. Das geschieht dadurch, dass beide Motoren das miteinander verbunden sind, die anschließen können und angetrieben werden und damit die Drehmoment abgedeckt werden. Das andere ist die Drehmoment.
Herzlichen Dank an Peter Hordagast und Robin Adams.